Na, so ein Ärger. Und das auf leeren Magen. Du kannst aber bei mir was essen. Ach, du bist es. Und was bist du heute? Ein Cowboy? Du weißt genau, wer ich bin. Ich bin Roberto. Kein Mopro heute? Was hast du eigentlich gegen mich, Schulmeister? Erst quatschst du von einem Cowboy, dann von einem Mopro. Ich hab bloß freundlich gefragt, ob du mit mir was isst. Tja, ich frage mich, welchem Umstand ich das zu verdanken habe. Wieso? Ich verstehe dich nicht. Erst nimmst du mich auf deinem Moped mit in die Stadt, um mich dann dort hängen zu lassen. Und jetzt darf ich bei dir essen kommen. Aber ich hab kein Moped. Nein, natürlich nicht. Junge, warum hörst du nicht endlich mit der Geheimniskrämerei auf? Was bezweckst du eigentlich damit? Geheimniskrämerei? Hat dich der Herr Tomtidom denn nicht eingeweiht? Der Herr Tomtidom? Aber klar doch. Ihr gehört doch zu derselben Verschwörung. Ja, die Verschwörung des Siebensprungs. Und du wirst einer von uns. Gehst du jetzt mit essen? Kannst du mir über die Verschwörung mehr erzählen? Mhm. Gut, ich komme mit. Hör zu, lass dein Fahrrad lieber stehen. Hier im Wald ist es dir sowieso nur im Weg. Wo gehen wir eigentlich hin? Wirst du schon sehen. Gibst du mir auch ein Schlafmittel, damit ich erst in ein paar Stunden aufwache? Warum sollte ich sowas machen? Weiß ich nicht, aber das hat doch dein Freund, dieser Herr Tomtidom, gemacht. Ach der, vielleicht war es gar kein Schlafmittel. Er experimentiert mit Hypnose. Du findest das offenbar ganz normal. Wir sind fast da. Wart hier, bis ich dich rufe. Roberto! Ich hab für dich Salut geschossen. Das sind gefährliche Spielereien. Das war bloß eine Platzpatrone. Na, wie findest du sie? Fantastisches Ding, ha? Huh? Ja. Woher hast du sie? Ach, gefunden. Gefunden, natürlich. Findest du hier öfter antike Kanonen? Ich hoffe, wir werden von der einen Büchse satt. Oh, sie werden schon prima warm. Erzählst du mir jetzt mehr von eurer Verschwörung? Psst, nicht so laut. Das Grundstück von dem Scheusal ist gleich nebenan. Scheusal? Welche Scheusal meinst du? Graf Grauenstein natürlich. Er wohnt da im Treppenhaus mit Gerd Jahn. Hat dir Herr Tomtidom denn nichts von dem Schatz erzählt? Ja, ja. Das klassische Märchen. Tausendmal beschrieben. Der böse Oheim und das unschuldige Kind, die zusammen in einem Haus voller Treppen sind. Das ist kein Märchen. Wie fändst du das, in so einem Haus eingeschlossen zu sein? Wenn der Junge den Schatz findet, ist er seines Lebens nicht mehr sicher. Was ist das nun wieder? Deshalb müssen wir ihm helfen. Jemand muss sich mit einer List in das Treppenhaus einschmuggeln, bevor es zu spät ist. Aber solche Dinge passieren doch nicht mehr heutzutage. Oh nein. Ist dir kalt oder hast du Angst? Warum sollte ich Angst haben, ne? Also machst du bei unserer Verschwörung mit? Hör zu. Bevor ich darauf eine Antwort gebe, will ich erst mal genau wissen, was das für eine Verschwörung ist. Was ist eigentlich Ihr Ziel? Gerd Jahn zu retten und das Scheusal zu besiegen. Und wir zwei sollen das alles schaffen. Es sind 6 Verschwörer. 7, wenn du auch mitmachst. Ich kenne dich und diesen Tomtidom. Wer sind denn die anderen? Du kennst noch einen. Den Kutscher vom Grafen, Jan Turelur. Diesen entsetzlichen Kerl? Macht er auch mit? Er ist unser Verbindungsoffizier. Ein prächtiger Verbindungsoffizier. Lässt seine Passagiere im strömenden Regen am Siebensprung stehen. Du wolltest doch selber nicht weiterfahren. Woher weißt du das? Also warst du doch der Mopro in der alten Herberge. Herr Tomtidom ist unser Sekretär. Und ich bin auch Verbindungsoffizier. Und Fräulein Rosmarin ist unsere Vorsitzende. Wer ist Fräulein Rosmarin? Die Kräuterfrau. Sie wohnt auf dem Kräuterhof. Also, da hätten wir Fräulein Rosmarin, Herrn Tomtidom, Jan Turelur, dich, mich. Da fehlen noch 2. Ach, die, das sind die Spione. Ihre Namen kann ich dir noch nicht verraten. Oh. Und was wird von mir erwartet? Du wirst Geheimagent. Du sorgst dafür, dass du ins Treppenhaus kommst und wirst Lehrer von Gerd Jahn. Und dann? Das wird dir dann Tante Rosmarin erzählen. Tante?
Ja, sie ist meine Tante. Ist das nicht irre? Du musst morgen mal bei ihr vorbeischauen. Über den Siebensprung bist du gleich da. Ich hoffe, dass ich die Stelle kriege. Graf Grauenstein darf natürlich nicht wissen, dass ich Mitglied der Verschwörung bin, hä? Langsam fängst du an zu kapieren. Es ist geheim. Hör zu, es ist schon Nacht, du musst gehen. Und was ist mit dir? Wo wohnst du? Hier. In diesem Zelt? Ganz allein? Finden deine Eltern das richtig? Tu doch nicht so schulmeisterhaft. Wenn ich kein Schulmeister wäre, dann käme ich auch nicht in das Treppenhaus hinein. Und das willst du doch, oder? Ich bin in eine sonderbare Lage geraten. Heute Vormittag habe ich einen seltsamen Magier besucht und jetzt bin ich mit ihm in einer Verschwörung und mit Roberto und mit noch mehr Leuten, die ich nicht mal kenne. Ich frage mich, wer diese Spione sind. Die Kinder? Ein paar Kinder aus meiner Klasse? Wie komme ich dahinter? Und wie komme ich in das Treppenhaus? Es wäre das Beste, wenn ich einen Brief schreiben würde und eine neue Verabredung mit dem Grafen treffe. Warte mal. Was hat Roberto gesagt? Herr Tomtidom ist der Sekretär? Dann hat der natürlich den Brief an den Grafen geschrieben. Aber vielleicht hat er schon einen zweiten Brief hingeschickt. Was soll ich jetzt tun? Franz, da stehst du jetzt. Wie komme ich jetzt bloß rein? Wenn ich das Fenster irgendwie erreichen könnte. Herr van der See. Martin, was machst du hier? Du gehörst hier deinem Bett, Junge. Ich dachte, hier ist vielleicht was passiert. Ja, ich habe meinen Hausschlüssel vergessen. Und jetzt muss ich auf Tante Wilhelmin warten oder aber eine Scheibe einschlagen. Das da ist doch Ihr Zimmer. Ja. Na, wenn Sie auf den Balkon klettern, dann können Sie einfach durch die Tür Martin, rein. Martin, du musst jetzt ich wirklich weiß, wo eine Leiter ist. Martin, du musst schlafen. Franz, der Rote wäre gleich oben. Aber was soll ich jetzt machen? Ich kann doch nicht die ganze Nacht auf der Türschwelle sitzen. Hier ist sie, Herr van der Steen. Haben Sie heute viele Abenteuer erlebt? Und Obmachten. Mehr als mir lieb ist. Es ist eine richtige Verschwörung. Verschwörung? Was für eine Verschwörung? Ich glaube, dass du das ganz genau weißt, Martin. Psst. Hörst du das? Da kommt ein Moped. Es fährt in unsere Richtung. Die denken vielleicht noch, dass wir Einbrecher sind. Unsinn. Niemand würde in sein eigenes Zimmer einbrechen. Geh jetzt schlafen. Tschüss, Herr van der Steeg. Schlafen Sie gut. Franz! Franz van der Steeg, was treiben Sie da wieder? Ich? Ich gehe einfach in mein Zimmer. Die Hintertür ist doch offen. Das hatten Sie mir nicht gesagt. Ich darf doch auch mal wütend sein. Los! Legen Sie die Leiter irgendwo in den Garten und dann kommen Sie schnell ins Wohnzimmer, da kriegen Sie eine Tasse Tee von mir. Oje. Wenn es nicht so weit weg wäre, hätte ich mich nie auf so ein Ding gesetzt. Was für ein Ding? Ein Moped. Sie sind auf einem Moped nach Hause gekommen? Ja, mein Neffe hat mich rasch ins Dorf gebracht. Das ging mir viel zu schnell. Aber vom Siebensprung herlaufen zu müssen... Vom Siebensprung? Ja, meine Schwester wohnt da ganz in der Nähe. Heißt Ihr Neffe vielleicht zufällig Roberto? Ja, kennen Sie ihn, Franz? Wohnt er in einem Zelt im Wald? So viel ich weiß, wohnt er in der Stadt. Er ist der Sohn meiner anderen Schwester. Könnten Sie mir dann sagen, ob Roberto der Mopro ist? Der Mopro? Ja, ein Mopedrocker.
Ja, er ist in einem schwierigen Alter, das stimmt schon. Es ist nämlich so, ich habe den Mopo getroffen und Roberto. Und ich vermute, dass Roberto und der Mopo ein Junge sind. Und wieso nicht? Warum soll der Junge nicht zwei Personen zugleich sein? Jeder intelligente Mensch besteht aus mehr als nur einer Person. Sie selber sind doch auch nicht nur Franz von der Steak, Sie sind auch noch Franz der Rote. Hier, machen Sie drin bitte das Licht an. Franz der Rote? Woher weiß sie das? Ich habe das nie erzählt. Sie muss das von jemand anderem gehört haben. Tante Wilhelmine, ich weiß, Sie müssen ein Spion sein. Ich ein Spion? Sie könnten mir ruhig etwas Netteres sagen. Aber Sie gehören doch mit zu der Verschwörung. Zu der Verschwörung vom Siebensprung. Ja, wenn Sie es so betrachten, haben Sie recht. Wer hat eigentlich verraten, dass ich ein Spion bin? Roberto? Das dachte ich mir schon. Rob sieht einfach zu viel fern. Aber warum haben Sie mir nie etwas von der Verschwörung erzählt? Mein lieber Junge, Verschwörungen sind immer geheim. Ja, aber Sie wussten doch von Anfang an, dass ich auch damit zu tun haben würde. Vor heute Abend wusste ich nichts darüber. Ich habe nur zu meiner Schwester gesagt, ich hielte sie für recht geeignet mitzumachen. Ist Fräulein Rosmarin Ihre Schwester? Ja, sie ist die jüngste von uns dreien. Ich bin die älteste. Und meine andere Schwester ist Robertos Mutter. Also ist sie die andere Spionin? Wer? Na, Ihre andere Schwester. Nein, sie hat mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Hier. Aber wieso soll es noch einen Spion geben? Weil Roberto gesagt hat, dass es insgesamt 7 Verschwörer gibt. Sie, Fräulein Rosmarin, Roberto, dann Herrn Tomtidom, Jan Tourelur. Und wenn ich mitzähle, dann komme ich auf 6. Und Rob hat gesagt, dass es 7 wären? Das hat ihm natürlich Herr Tomtidom erzählt. Milch? Gern, danke. Der zweite Spion wohnt im Treppenhaus. Im Treppenhaus? Aber ich habe Jan Tourelur schon mitgezählt. Jan Tourelur ist Verbindungsoffizier. Aber wer ist denn der Spion? Ivan. Ivan? Heißt der Ivan? Und wie weiter? Nur einfach Ivan. Sie werden ihm begegnen, wenn Sie ins Treppenhaus kommen. Ivan der Spion. Das klingt russisch. Ist er Russe? Jedenfalls ist er sehr dunkel und sehr schweigsam. Und er kann sich fantastisch anpirschen. Ein schwarzer, schweigsamer und unhörbarer Spion. Und Ivan ist bestimmt sein Deckname. Das ist gut möglich, ja? Tante Wilhelmine, warum ist das alles so unbestimmt und verwirrend? Mit Decknamen, nebelhaften Prophezeiungen, Familiengeheimnissen. Daran ist Graf Gregorius schuld. Der hat die ganze Verwirrung gestiftet, weil er vor langer Zeit so vage Reime in der versiegelten Schrift hinterlassen hat. Und der Herr Tomtidom ist nicht viel besser. Nein, das ist nichts für mich, dieses ganze magische Getue. Er sollte sich lieber an die Wirklichkeit halten. Was ist um Himmels Willen nun wieder die versiegelte Schrift? Wissen Sie, was Sie mal machen müssten? Sie müssten mal mit meiner Schwester darüber reden. Sie kann Ihnen alles Wissenswerte erzählen. Sie wissen, wo sie wohnt? Tja, ganz nah beim Siebensprung. Ja, auf dem Kräuterhof. Ich habe hier eine Karte. Schauen Sie, da ist der Siebensprung, Franz. Und wenn Sie mal da sind, finden Sie es von selbst. Na, damit werde ich mich in aller Ruhe beschäftigen. Aber jetzt muss ich erst mal schlafen. Morgen früh stehe ich wieder vor 25 Kindern. Und die haben sich ein ganzes Wochenende lang ausgeruht. Viel Glück, schlafen Sie gut. Danke, gleichfalls. Allmählich habe ich das Gefühl, dass keiner mich für voll nimmt. Sie erzählen mir nicht alles. So, als ob ich manche Dinge nicht wissen dürfte. Ich muss mich bald mit diesem Fräulein Rosmarin unterhalten. Wenn die mir nicht auch bloß Rätsel aufgibt. Mal sehen.
Da ist der Siebensprung. Tatsächlich, das sind wirklich nur 6 Wege. Da ist das Treppenhaus. Aber dann verstehe ich nicht, warum die Kutsche über den Siebensprung gefahren ist. Das ist doch ein Umweg. Natürlich, über die Tierstraße ist es deutlich kürzer. Aber wenn es hier noch einen Weg gäbe... Ist wieder was mit dem Lehrer passiert? Hey, Kees, schrei doch nicht so. Es braucht ja nicht die ganze Schule zu wissen. Gestern Abend stand der Lehrer vor seiner Haustür und konnte nicht rein. Da habe ich eine Leiter für ihn geholt. Ach, die Geschichte habe ich jetzt schon 10-mal gehört. Erzähl lieber was für eine Verschwörung. Was hat er darüber gesagt? Verschwörung? Gibt's eine Verschwörung? Nicht so laut, Kinder. Ja, es gibt eine Verschwörung. Die Verschwörung der Sieben. Der Siebensprung? Wer sind sie eigentlich? Ich weiß es. Sie waren letztes Jahr bei uns in der Schule, vor den Weihnachtsferien. Da haben sie so tolle Zauberkunststücke gemacht und sie heißen... Tomtidom. Werden Sie heute wieder zaubern, Herr Tomtidom? Nein, nein, heute geht es um wichtigere Dinge. Ich komme als einer von den Sieben der Verschwörung und bitte euch um eure Hilfe. Hilfe? Warum? Euer Lehrer, Franz der Rote, wurde in ein ungewöhnliches Abenteuer verwickelt. Es geht um etwas sehr Wichtiges, für eine gute Sache. Aber ihr alle müsst ihm dabei helfen. Denn selbst Franz der Rote kann das nicht allein. Was sollen wir denn machen? Wollt ihr einem anderen Kind helfen? Einem Jungen in eurem Alter? Einsam und eingesperrt? Ja, ja, na klar. Klar. Aber wie? Das Kind heißt Gerd-Jan und wohnt im Treppenhaus. Den Namen von seinem bösen Onkel kennt ihr bestimmt. Graf Grauenstein. Also, jetzt werde ich euch genau erzählen, was ihr tun müsst. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wollt ihr nun endlich mal den Mund halten? Wir gehen an die Arbeit. Die 4. Klasse macht mit Rechnen weiter, die 5. und 6. nehmen sich die Sprachlehre vor. Erzählen Sie uns nichts, Herr Van der Steen? Nein. Es ist so viel passiert. Sie haben eine ganze Menge Abenteuer erlebt. Ach ja? Wie kommst du darauf? Das haben Sie gestern selbst erzählt. Marten, schleiche nicht so rum, als ob du Ivan persönlich wärst. Geh wieder auf deinen Platz. Wer ist denn Ivan, Herr Van der Steek? Ivan ist ein Spion. Schwarz, schweigsam und gefährlich. Haben Sie ihn getroffen, Herr Van der Steek? Nein. Er wohnt im Treppenhaus. Aber woher wissen Sie dann, dass er ein Spion Nein, ist? Nein, heute hört ihr nichts von mir. Wir zergliedern jetzt einen Satz. Der böse Oheim nahm das unschuldige Kind in seinem Haus gefangen. Kees, komm mal her. Zergliedere diesen Satz. Eine sogenannte Satzanalyse. Nahm ist die Satzaussage. Denk erstmal nach, Kees. Wie lautet die Satzaussage? Nahm, nahm, gefangen. Wie lautet die Satzaussage, Kees? Prädikat oder Satzaussage? Nahm gefangen. Und was ist die Satzergänzung im 4. Fall? Das Kind. Martin, sag's doch lauter, wenn du es so gut weißt. Das Kind, das unschuldige Kind ist die Satzergänzung 4. Fall, Herr Van der Steek. Setz dich wieder hin, Kees. So ist es, Kinder. Gerd-Jan ist das Akkusativobjekt. Gerd-Jan Grauenstein. Gerd-Jan Grauenstein. Woher weißt du das? Das ist der Junge im Treppenhaus. Und Grr-Grr ist ein böser Oheim. Graf Grauenstein. Sein Name stand auf dem Brief, den Sie vorige Woche gekriegt haben. Hey, ihr wisst ja alles. Ihr wisst mehr als ich. Wer hat euch die ganzen Auskünfte gegeben? Der Herr Tomtidom. Das ist der Hellseher. Nein, er ist Magier. Worüber hat er mit euch gesprochen? Eigentlich hat er bloß gesagt, dass sie mit zu der Verschwörung gehören. Ich wette, das war nicht alles, was er gesagt hat. Mehr hat er nicht erzählt, Herr Van der Steek, nur von der Verschwörung. Und dass sie heute 2 wichtige Dinge erledigen müssen.
Zwei Dinge? Sie müssen einen Brief schreiben an den Grafen und zu Fräulein Rosmarin gehen. Tja. Dann werden wir mal mit dem ersten beginnen. Hä? Hochwohlgeborener Herr, es tut mir aufrichtig leid, dass ich Ihren Brief zu spät erhalten habe und Ihr Kutscher mich nicht zu Hause antraf. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie mich doch noch in Ihrem Haus empfangen würden. Mit Spannung erwarte ich Ihre Antwort. Hochachtungsvoll. Das ist ja toll, Herr van der Steeg. Und wann gehen Sie zu Fräulein Rosmarin? Das überlass mal mir. Vorläufig ist das hier genug. Machen wir uns wieder die Arbeit. Aber Sie gehen doch bestimmt hin. Wenn ihr jetzt nicht schleunigst anfangt zu arbeiten, dann gehe ich heute ganz bestimmt nicht mehr hin. Wer ist hier eigentlich der Boss? Die Kinder wollen was und ich mache es auch gleich. Ist ganz schön blöde. Ich bin doch keine Puppe, mit der man spielen kann. Den Brief habe ich zwar geschrieben, aber ich behalte ihn in der Tasche, bis ich mit Fräulein Rosmarin gesprochen habe. Dann kann ich immer noch entscheiden, was ich mache. Die Kinder. Siehst du? Schon wieder kontrollieren sie dich. Hallo, Herr van der Steeg. Kees, komm augenblicklich von dem Baum runter. Was macht ihr hier? Na, spielen, was sonst? Haben Sie den Brief schon eingesteckt, Herr van der Steeg? Und jetzt gehen Sie sicher zu Fräulein Rosmarin, nicht? Oh, dann müssen Sie da lang fahren. Das ist der Weg zum Kräuterhof. Hey, seht mal da.